Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Bekanntwerden von Steuervermeidungspraktiken mittels Briefkastenfirmen in Panama ist für mich eine weitere Bestätigung dafür, dass es richtig war und bleibt, auch in der Zukunft, Herr Kollege Zimmermann, mit großem Nachdruck internationale Schritte gegen Steuerbetrug und unfaire Steuerpraktiken zu vereinbaren. Bundesfinanzminister Schäuble hat ja bereits heute und auch mehrfach davor dargestellt, welche Anstrengungen es bedurfte, um unsere Partner davon zu überzeugen, dass sowohl Unterbietungswettbewerb um Steuersätze als auch die Schaffung von Steuerparadiesen nicht der Weg sein kann, wie Staaten miteinander umzugehen haben. Der 10-Punkte-Plan des Finanzministers, der national wie international anerkannt wurde und sich auch an das BEPS-Projekt der OECD, einfügt, bot ebenfalls eine sehr gute Grundlage für die konkrete Ausgestaltung dieser beiden Gesetze. Wir setzen dabei, wie in anderen Gesetzen auch, auf das Mittel der Transparenz und erhöhen damit das Entdeckungsrisiko derjenigen, die versuchen, auf Auslandskonten Geld zu parken und am Fiskus vorbeischleusen zu können. Dazu brauchen wir die Kreditinstitute und nehmen sie durch Anzeige- und Mitwirkungspflichten auch in die Verantwortung. Im parlamentarischen Verfahren haben wir noch eine ganze Reihe von nicht unwesentlichen Veränderungen und Ergänzungen vorgenommen, damit wir mit den gesetzlichen Regelungen auch die wirkliche Zielgruppe erreichen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bei allem Eifer, bei dem, was wir bisher gemacht haben und auch bei den Gesetzen, die wir heute beschließen werden, sollten wir nicht über das Ziel hinausschießen. Und lieber Kollege Binding, bei der Registrierkassenpflicht einer flächendeckenden in Deutschland, wenn wir da gefolgt wären, dann wäre das Master of Disaster gewesen. Wir wollen keine Flut von Daten produzieren, mit denen die Finanzverwaltung überhaupt nichts anfangen kann oder will. Das Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz sieht von seiner Systematik her nämlich vor, dass bei allen Kontobeziehungen Name, Adresse und Steuer-ID-Nummer erfasst und der Finanzverwaltung dann zur Verfügung gestellt werden, um eine vollständige und vor allem eindeutige Zuordnung der Daten zu ermöglichen. Speziell bei Kreditkonten, die von Konsumenten eingerichtet werden, weil sie sich zum Beispiel einen neuen Fernseher, eine Waschmaschine, einen Wäschetrockner oder Ähnliches kaufen und diesen Kauf finanzieren, macht die Erhebung der Steuer-ID jedoch überhaupt gar keinen Sinn, weil sich diese Kreditkonten überhaupt nicht zur Steuerhinterziehung oder Steuervermeidung eignen. Weltfremd ist ebenfalls die Annahme, dass die Kunden ihre Steuer-ID ständig mit sich führen oder fleißig zu Hause auswendig gelernt haben. Ich schaue hier in die Runde, ich glaube, niemand von den meisten, die hier sitzen, können ihre Steuer-ID auswendig aufsagen. Deshalb bin ich dankbar, dass wir uns von mir bereits in der ersten Lesung übrigens gefordert, in diesem Gesetz darauf geeinigt haben, gemeinsam den Paragraphen 154 so neu zu fassen, dass Konsumenten, die Verbraucherkredite bis zu einer Höhe von 12.000 Euro in Anspruch nehmen, die Steuer-ID nicht angeben müssen. Bei Kreditgeschäften jenseits dieser Summe kann man davon ausgehen, dass es sich eben nicht um sogenannte Spontankäufe handelt, sondern der Kunde diese Kaufentscheidung vorbereitet hat und ihm zugemutet werden kann, zum Beispiel beim Autokauf, dass er seine Steuer-ID mitbringt. Mit diesem Gesetz wird auch vermieden, dass Millionen von Daten nacherhoben werden müssen. Diese Regelung zeugt von Augenmaß, ohne den Kampf gegen Steuerhinterziehung zu beeinträchtigen. Für alle anderen Fallgestaltungen haben Kreditinstitute außerdem die Möglichkeit, für Konten die Steuer-ID durch das maschinelle Abfrageverfahren beim Bundeszentralamt für Steuern innerhalb von 3 Monaten nachzuerheben. Sollte der Kunde seine Mitwirkung verweigern, wird dieses gesondert vermerkt. Meine Damen und Herren, auf die anderen 18 Umdrucke kann ich wegen der Zeit leider nicht mehr eingehen. Ich möchte mich zum Abschluss meiner Ausführungen aber ganz herzlich bei den Kolleginnen und Kollegen des Finanzausschusses für die Beratung und beim Bundesfinanzministerium und den Fraktionsmitarbeitern für die hervorragende Unterstützung bei der Umsetzung unserer doch zahlreichen Änderungswünsche bedanken. Mit diesem Gesetz, meine Damen und Herren, kommen wir ein gutes Stück im Kampf gegen Steuerhinterziehung und Steuervermeidung voran. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.
Letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist der Kollege Bernhard Daltrup, SPD-Fraktion.